Am Morgen präsentiert die freie Journalistin Aya Velasquez die kompletten Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Die Dokumente kommen von einem Mitarbeiter, der bei der Forschungseinrichtung beschäftigt war. Die Person war nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie ihr Institut vorauseilend gewissen politischen Weisungen entgegengekommen ist, auch eigene wissenschaftliche Prinzipien ein Stück weit verraten hat. Nach einer Klage des Online-Magazins Multipolar wurden vor wenigen Monaten bereits die Protokolle bis April 2021 veröffentlicht, aber größtenteils geschwärzt. Jetzt gibt es sie unzensiert, genauso wie hunderte weitere Dokumente. Sie reichen bis zum Ende der Krisensitzungen im vergangenen Jahr. All das hat sich Velasquez angeschaut, gemeinsam mit einem freien Journalisten und Stefan Homburg, Professor für öffentliche Finanzen. Der gebürtige Lüdenscheider entdeckt dabei eine Stelle, die darauf hindeutet, dass sich Lauterbach in die Arbeit des RKIs einmischen wollte. Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten des RKI wird derzeit rechtlich geprüft. Das RKI lässt gerade rechtlich prüfen, ob der Minister da überhaupt Vorgaben machen kann. Dass sie das prüfen lassen, indiziert, es ist ihnen nicht recht und sie bekommen Vorgaben, die sie nicht in Ordnung finden. Ein weiterer Vorwurf, Lauterbach habe die Öffentlichkeit belogen. So hat er immer wieder von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Das war laut RKI aber, Zitat aus den Dokumenten, aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Zur Aussage des SPD-Politikers heißt es in den Protokollen weiter: Der Minister sagt das bei jeder Pressekonferenz, vermutlich bewusst, kann er nicht korrigiert werden. Das heißt, Sie wissen, dass der Minister in der Öffentlichkeit lügt, also bewusst, aber Sie trauen sich nicht, das richtig zu stellen. Auch Virologe Christian Drosten gerät ins Kreuzfeuer. So hat er laut eines entschwärzten Protokolls eine eigene Studie nicht veröffentlicht, da sie dem Regierungshandeln widerspricht. Und Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe die Impfung von Kindern unbedingt durchsetzen wollen, trotz fachlicher Bedenken. Apropos Impfung, die Auffrischungsspritze wurde laut der Dokumente nicht von der Wissenschaft, sondern vor allem von Politik und Pfizer gefordert. Epidemiologe Klaus Stöhr ist entsetzt, nicht nur über die Politik, sondern auch über das RKI. Hier hätte man einfach den Rücken breit machen müssen und hätte sagen müssen, ja, ich verstehe, dass ihr das politisch machen wollt, aber wir können hier keine Evidenz generieren gegen den wissenschaftlichen Konsens. Und hier hätte man sich auch dann nicht einspannen lassen sollen. Das Robert-Koch-Institut missbilligt heute, dass die Dokumente im Netz veröffentlicht wurden. Das wäre aber sowieso passiert, behauptet Gesundheitsminister Lauterbach bei X, 3 Stunden nach der Pressekonferenz.